Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Thüringen der Ralf. Ja, wir sind hier, ne? Ja. Ja, hier wollte ich es aufstellen, aber da kommen wir. Da haben. Das ist ungünstig, wenn das besser wäre. Dass wir das so machen, hier reinfahren, um die Kurve rum. Abladen, auf der anderen Seite aufladen, dann wir gucken, wie es besten geht. Aber mal machen wir es, damit entsprechend dann fahren. Da kann man es genau testen. Also ein Fahrzeug fehlt. Fragt man nicht wo. So, mal gucken, ob die Wiese jetzt hier mehrreif ist. Erntereif. Optisch gesehen, ja. Im Wachstum. Das ist ja gemein. So, mal gucken, was unsere anderen Früchte machen. So. Unser Zerne. Wow, ich würde sagen, gewachsen. Im Wachstum. Gut, das ist auch nicht zu sehen. Ja gut, ein Tag oder eine Woche. Man weiß ja nicht, wie er das meint, ne? Hat er hier einen Streifen nicht gemacht, der Bursche. Na ja, egal, es ist ja eh nur. Und Kraut ist auf jeden Fall da. Also hier, das brauchen wir nicht tun, ne? Eins, was wir machen könnten, Herbizid und Vorlaufbehandlung. Das wäre eine Option. Ja. Dazu müssten wir einen Traktor haben, der Pflegebereifung hat. Wir haben eigentlich einen. Haben wir irgendwo was reif oder sowas? Ich hatte hier Roggen dazu gekauft. Im Wachs Winterrocken. Mal gucken, wie das jetzt von der Stufe aussieht. Muss ja. Ist noch. Hellgrün. Das müsste dunkelgrün sein, dann wäre es gut. So wie da. Dann wäre das gut. Und so wäre das Käse. Meistens ja auch dunkelgrün, aber wie gesagt, unsere Flächen. Da auf jeden Fall 100 muss auf jeden Fall gemacht werden. Mal gucken mal, wo der. Ja, die hatte eben in der Pflegebereifung eigentlich. Missbrauch zum Grasmähen, weil ich keinen anderen hatte. Jetzt ist der weg. Der war tanken. Stimmt. Da war aber letztes Mal was gewesen. Manchmal ist das so, ne? Weiß man gar nicht, was man gemacht hat vor einer Woche. Am meisten fällt mir das wieder ein. Aber wir müssen Zeit. Ich nenne das ein bisschen mal Gehirntraining. Ach, da habe ich woanders hingeschickt. Mein Fehler. Das ist schon angekommen. Traktor mit Pflegebereifung. Muss ich jetzt gleich durchschalten? Extra ein Fendt gekauft mit oder ja, gekauft nicht, geleased mit Pflegebereifung. LKW. Das ist der Fendt. Müsste auch ziemlich zum Schluss kommen. Ah, hier ist ein hier reif, dann kann man lange suchen, ne? Im Wachstum, na gut, dann halt. Ich dachte, das wäre schon reif. Man muss sich dann gewöhnen an die, weil im Grunde ist jetzt immer alles wöchentlich, ne? Also
Vorher war immer alles ja, im Monat, kann man sagen. Jetzt ist wöchentlich. Da gibt es mehrere Wachstumsstufen und das dauert ein bisschen länger halt, ne? Aber normalerweise im Monat sind ja über locker über 4 Wochen, also immer drüber halt. Und hier im Spiel sind immer 28 Tage. Von der Berechnung her geht es am besten. Und ja, und dadurch im Prinzip, ja, ja, ist halt so, ne? Wie es halt so ist. So, wie wollen wir das ganze Geschirr abstellen? Das passt hier ganz gut rein. Erstmal hinten, ne? Und dann werden wir vorne auch noch abhängen. Logischerweise. Für Unkraut brauchen wir jetzt keinen Sensor. Ansonsten wäre das praktisch. Mal gucken, wo unsere Spritze ist. Ich mache das deswegen normalerweise. Bei Direktsaat ist das so, wenn Unkraut steht, wo das eigentlich schwierige Entscheidung. Also normalerweise ist es so, wenn das komplett, ja, bevor wir die Drecksart machen, im Prinzip komplett dann alles mit komplett abtöten. Also auch die Drecksart praktisch. Nun weiß ich nicht, wie es hier funktioniert. Ob das jetzt mit der muss ich nur gucken, wo die Spritze ist. Mehr habe ich sie da oder habe keine. Kann auch sein, dass sie abhanden gekommen ist. Kann ja auch mal sein, ne? Düngerstreuer, Kalk, Steine, 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 Walze, Spezial, Steinsammler. Also hier sehe ich mal keine Spritze. Gucken wir hier rein, ne? Güllefässer, Düngerstreuer, Spritzen. Wo ist sie? Da. Ja, so ist das, ne? Aber gut, die Hilfe gibt, ne? Ich mach's trotzdem, also vom Prinzip her. Wäre eigentlich so, dass normalerweise. Ja. Dass man praktisch warten müsste, bis auch die Drecksaft weg kann, ne? Nun weiß ich aber nicht, ob das immer. So, was tun, ne? Wie es hier gedacht ist und geplant wurde oder gemacht wurde, keine Ahnung. Ich mache das mal so, um das entsprechend so wie das vorgeschlagen wird, gemacht. Also ich weiß aber hier zum Beispiel, das habe ich jetzt gestern erfahren oder vorgestern, na, erfahren, wo ich es gehört habe, ne, und erfahren auch. Wenn er was sagt hier als Bauer, wird das schon stimmen. Dass man eine total Herbizidbehandlung nur einmal im Jahr machen darf. So. Hier gibt es keine Vorschriften in der Beziehung. Nur halt ja, freies Spiel, ne? Das ist halt so. Wenn wir da fahren können. Ich glaube schon. Ich glaube schon, da war was gewesen, ne?
Was könnte die BGH versorgen? Schauen wir morgen. Bekomme Hunger. Aber nichts Neues, ne? So, mal gucken, ob da 25, 26 Unkraut steht. Wir können mal gucken, ob das auch was zeigt oder was bringt. Also ob die Zwischenfrucht auch weg ist. Das kann natürlich sein. Also bin da jetzt überfragt, wie es im Spiel sein könnte. Runde ist ja so. Jetzt mal alles wegspritzen, ne? Außer noch nicht gekeimt, da kann auch sein, dass er hier noch nicht. Aber geht es noch nicht wie es soll, ne? Warum nicht? Also es geht mal nicht weg. Das wird schon so sein, dass am Schluss dazu ist, ne? Mach mal Kurs. 800 Meter. Reinziehen, weil wir ja praktisch zum Testen können wir machen, ne? Ob CP das auch so erkennt. So sieht es ja doch sehr über die Grenze, ne? Das ist natürlich Käse. Dann machen wir hier aus Plus. Minus machen wir Plus. Plus 2. Kein Kurs. Macht er nicht. Ja, gar nicht mehr. Jetzt macht er das. Plus 2. Das wird auch hinkommen. Ich würde mal jetzt trotzdem mal nicht fahren lassen, nur kurz anfahren lassen, gucken, was mitläuft, da was zu sehen ist und da was da geht.
Normalerweise erkennt er ja über Sensoren, dass Unkraut da vorhanden ist und da würde er auch spritzen. Kann aber sein, dass mit dem Terra Life anders gedacht ist. Dass die frischen Rote wachsen muss und dann hergespritzt wird, also runtergespritzt wird, also weg. Und dann später die. Hat es ja keine Wirkung. Gut, dann lassen wir so stehen. Und wir kümmern uns darum später. Wir werden mal die. Ja, genau. Ich habe einen zweiten gekauft. Tada! So. Ich habe einen zweiten schon gekauft gehabt. Mal gucken, ob da jetzt diese Big Bags rauskommen oder. Ah, Paletten, das ist gut. Da weiß ich Bescheid. Können wir hier so hin erstmal. Wir brauchen die ja praktisch für Raps oder so was, ne? Müssten wir vorbereiten, praktisch Raps dann auch fahren. Ist ja so, ne? So Raps mit Dünger halt. Ergänzen halt, ne? Und die BGA ist leer. Nee. Läuft noch. Hätte nicht gedacht. Oder anders da hinten. Wir fahren mal rein. Besten hier. An der Ecke. Das ist Zwischenfrucht. Ja, und da sind auch ein zwei. Mal Außensicht machen, das ist ja wird ja so nicht funktionieren, ne? Also Außensicht kann der Starter fahren, nicht gucken, aber wir können ja auch nicht die Tür aufmachen, gucken, ne? Was der echt ja machen kann. Auch gemacht wird. Das gibt aber jetzt nicht mehr andere Geräusche. Macht er jetzt. Kann das na gut schön. Für derjenige, der ne, zuguckt. Oder als Zaunglas ist das praktisch. Das kann eigentlich draußen stehen, ein paar Papiersäcke sind mal ungünstig. Romantik. So, Schulz, soll schon heute auch gewesen sein. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Wochenende. Tschüss.